Manchmal weiß ich keine Antworten auf meine Fragen. Auf welche Fragen? Naja, wie viele Einwohner hat diese Stadt? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Wie definiert man Gesellschaft? Was für Werte sind uns wichtig? Wie werden wir uns weiterentwickeln? Warum frage ich nicht einfach? Wie heißen Sie? Mein Name ist Türkoğlu Karip. Und von wo kommen Sie? In die Türkei. Sind Sie schon lange in Österreich? 15 Jahre. Wir machen eine Umfrage zum Thema Familie. Wie wichtig ist für Sie Familie oder was bedeutet Ihnen Ihre Familie? Nicht verstehen. Was bedeutet für Sie Ihre Familie? Familie dort. Ja? Ungefähr 6 Monate dort kommen, ich alleine gewesen. Und jetzt ist die Familie da? Ja, 6 Monate. Wie heißt denn du? Janine. Janine? Ja, schön. Und ist es deine Schwester? Ja, die geht nachher filmen und Eis essen. Ma, wow, toll. Und wie heißt du? Fatima. Und wie heißen Sie? Badawiya. Von wo kommen Sie? Ich komme aus Ägypten. Sind Sie schon lange in Österreich? Ja, schon fast. Über sicher 12 Jahre. Was bedeutet für Sie Familie? Familie. Was bedeutet für mich? Familie ist das Schönste. So alles von mir. Es ist Familie. Wie wichtig ist Ihnen Ihre Familie? Meine Familie ist so wie mein Leben. Also für mich ist alles. Also, und das heißt, ohne meine Familie kein Leben. Also kann ich nicht leben ohne meine Familie. Und wenn Sie so vergleichen in Ägypten Familie da, in Österreich, sehen Sie da einen Unterschied? Nein, es ist nicht so viel Unterschied. Nein, es ist gleich. Was bedeutet für Sie Familie? Familie ist alles. Ist alles? Ja, sicher. Was gibt Ihnen Familie? Dass man einfach zusammengehört, dass man sich hilft, wenn man sich braucht und füreinander da ist, gerade wenn man sich braucht. Und wenn Sie den Satz beenden müssten, Familie ist, was würden Sie da weiter sagen? Zusammengehörigkeit. Wie wichtig ist Ihnen die Familie? Sehr wichtig. Ja. Und was bedeutet für Sie Familie? Also was gibt Ihnen die Familie? Ja, was soll man sagen? Ich muss sagen, was mir der Familie geben müssen. Ja. Ja, oder was geben Sie der Familie? Die Enkel. Wir haben ja Urenkel schon. Ja. Nachher. Ich meine, das ist alles gesagt, gell? Ich habe zwei Enkelinnen und 3 Urenkel. Und ist der Kontakt eng? Alles da. Weil es so kurz geht. Ich hatte jedes seine Familie und sein Eigenleben. Da mischen wir uns nicht ein. Nicht? Aber für das sind wir schon 54 Jahre verheiratet. Wir sind mehr, davon kann man sagen, schon gewöhnt, dass wir alleinig sein. Ja. Und wenn Sie jetzt den Satz beenden müssten, Familie ist, wie würden Sie den beenden? Vergleich, Familie ist wie? Für Familie war vielleicht früher ein bisschen besser wie jetzt. Ja. Zusammenhalt. Zusammenhalt, ja. Gut, danke. Sophia. Wohnst du da in Innsbruck? Ja, kleine Mariupolberg. Und du hast jetzt Schule aus, oder? Mhm. Was bedeutet denn für die Familie? Oh. Oder wie wichtig ist dir deine Familie? Sehr wichtig. Was gibt dir das, wenn du daheim bist bei deiner Familie? Ja, es ist einfach fein, weil ich sie kenne und sie vertraut sind. Und was würdest du sagen, wie wichtig ist überhaupt die Familie jetzt so auch in deiner Klasse oder unter deinen Freunden? Ist die Familie eher was Wichtiges oder? Was Wichtiges eher. Und wenn du den Satz fertig sagen müsstest, Familie ist wie würdest du da weiterreden? Praktisch. Ja, wie ist praktisch? Ja. Okay, warum praktisch? Ja, weil sie immer helfen. Was bedeutet Ihnen Familie? Ja, Familie bedeutet mir sehr viel. Besonders, wenn man Kinder hat und so. Leider bin ich geschieden und die Familie lebt in Brasilien.
Und wie wichtig ist Ihnen Familie in Ihrem Leben? Also ja, sehr viel. Mir bedeutet die Familie sehr viel. Wie erleben Sie Familie? Haben Sie nur Kontakt oder? Ja, ja, ich habe Kontakt. Ich fliege einmal im Jahr nach Brasilien. Jetzt war ich erst von Ende Dezember bis Mitte Februar. Also ich nehme immer den ganzen Urlaub, dann fliege ich nach Brasilien. Und was gibt Ihnen da Ihre Familie? Also ja, ich freue mich, wenn ich mein Kind sehe und das ist für mich alles. Wenn Sie den Satz beenden müssen, Familie ist wie? Wie würden Sie den Satz weiter sagen? Familie ist für mich sehr wichtig. Dankeschön. Umso älter man wird, umso mehr schätzt man die Familie, kommt mir vor. Familie ist die Basis. Besser Familie. Und dass man die Kraft bei der Familie erholt. Familie ist eigentlich die kleinste Zelle des Menschen, also unseres menschlichen Zusammenlebens. Ja, so wie Familie.